So, ich hoffe mal, der Ton ist alles richtig eingestellt. Hoffen wir es einfach mal. Und wir kommen zu File Breed. Ist ein Horrorspiel. Mal gucken, ob ich das mit meinen schwachen Herzen auch schaffe jetzt. So. Da bin ich ja mal gespannt. Nein, wir brauchen kein Tutorial. Oder doch, warte mal. Irgendwie war das, wie war das mit Nachladen? Ne, Nachladen war... Keine Ahnung. Ach, ist auch egal. Wir machen jetzt einfach mal. Ich hab das ja schon mal gespielt. Vor einer Woche habe ich mir das mal gedownloadet. Nachdem ich gerade aus dem Krankenhaus rausgekommen bin und habe mir gedacht so, ja, ein gutes Horrorspiel ist eine gute Idee. Glaube ich nicht. Aber egal. Ich glaube, jetzt müsste das jetzt besser laufen. Boah, schwieriges Wortspiel heute. Ist auch gar nicht so gruselig eigentlich. Glaube ich. Es geht, es hält sich noch zurück alles. So. Ta-ra-ta-ta. So, hier sind wir. Ein wunderschönes Haus. So. Irgendwas sollte ich hier nochmal machen. Irgendwas war wichtig. Wichtige Sachen vergesse ich hier immer. Viel zu schnell vor allen Dingen. Irgendwo war doch hier... Sollte ich doch als erstes Munition finden. Ach ja. Doch, wie war Nachladen? Ah ja. Das ist schon mal wichtig gewesen. Ein Schuss vergeudet. Lol. Schon mal gut. So wie man das halt machen soll. Okay. Das ist der Ausgang. Okay. Okay, okay, okay. Ja, okay. Erinnert mich so ein bisschen an Silent Hill. Wo mich fast alles an Silent Hill erinnert immer. Der hat ein paar Schuss mehr gebraucht. Okay, alles klar. Was wir hier so machen, ich habe keine Ahnung erstmal. Munition suchen wäre ganz gut. Wir haben nicht mehr so viel dabei. Komische Geräusche. Ein Brief. Okay, alles klar. Was ist das denn? Hallo, excuse me. Da ist wohl jemand drin, okay. Was haben wir hier dann noch? What day is it? Okay. Guti. Mal schauen. Was ist das? Ah, Geräusche. Gut. Irgendwelche Geräusche. Ich weiß bloß. Ich habe das ja schon mal gespielt vorher und ist auch gar nicht mal so einfach, das Ganze. Oh, sei mir erschrocken. Länger ist noch. Verdammt! Ich habe ja noch Munition dabei gehabt. Wo habe ich denn die her? Okay, komisch. Jedenfalls... Ja. Irgendwo muss ich lang. Wo weiß ich noch nicht. Aber da sind jetzt irgendwelche komischen Dinger rausgekommen. Das heißt, sie sind hier aus der Wand rausgeploppt. Die haben dann so einen Totale. Ist nicht schlimm. Aber irgendwo muss ich doch lang jetzt. Ich glaube, hier hinten ist der Weg.
Ah, guck mal, kann man sogar hochheben, das Ganze. So, okay. Jetzt geht es los. Wir sind hier irgendwo. Okay. Sehen wir Buch. Aber wir sollen das lesen. Das ist eine Schrift, die... Schon mal das Gleiche drin, ne? Aha. Interessant. Hallo? Alter, was sind das für Wege? Wer wohnt hier? Bin ich hier noch richtig? Da bin ich hier schon verkehrt. Okay, da ist ein Typ. Okay, da ist ein Typ, aber die Frage ist jetzt gerade für mich. Da war doch noch ein anderer Raum. Und da war ich ja noch nicht drin. Was ist das denn? Ah, ein Cola-Automat, natürlich. Nee, wo mal? Hier wollte ich doch mal reingehen. Ach, hier ist bloß ein Zettel. Na toll. Hab ich jetzt eigentlich unendlich Schuss oder ist das bloß so. So. Na, sogar. Was denn, frage ich das überhaupt? Okay. Ich bin auch leicht irritiert. Ich weiß noch nicht wirklich, worum es geht. Das... Guck mal, hier ist irgendwie ein Typ. Hallo, Typ. Dann sehen wir hier Maden. Jesus, no doubt the guy. This is the guy. Nee, ehrlich, das ist ein Typ? Ach du meine Güte. Body shows no signs rotting yet. Ja, der verrottet wohl jetzt. Okay, gut. Da ist ein Loch, da gehen wir mal rein. Komm da nicht rein. Hallo? Ah, hier sind die fetten Kirchenscherben alle an der Wand. Denn hier sind die fetten Eier der Dunkelheit, der Verdammnis und sowas auch immer alles. Okay. Hoffentlich tun die mich nichts. Tun die mir nichts. Oh, schwieriges Deutsch wieder, Leute. Oh, hallo, hallo. Ah ja, der hat die Waffe nicht ausgewählt gerade, hallo. Toll, Lebensanzeige. So. War ich nicht hier schon? Also geil. Ja, hier war ich doch schon. Klar war ich hier schon, da ist der Ausgang. Aber der Weg ist versperrt. Hä, wollte ich mich... Was war? Zurück kann ich auch nicht. Hä? Gut. I miss you, Sally. Oh, Sally. Wir vermissen dich alle so. Stand auf dem Brief gerade. Okay. Das heißt, wir sind jetzt im Kreis gelaufen. Haben den Typ gesehen, Typ ist tot, uns egal, wir gehen jetzt raus. Oder wie? Das macht Sinn. Ja. Exit. Toll. Hat ja super funktioniert. Wir sind reingegangen, haben den Typen halt gesucht und ja, haben gemerkt, jo, der ist tot, wir sind irgendwelche Monster. Ja, dann können wir wieder gehen, wenn er tot ist. Brauchen wir keinen Retter. Alles klar. Und Schizikowski. Also hat ja echt gut funktioniert, muss ich schon sagen. Back at the station, debrief. Wir haben uns einen Brief geschrieben, alles schön, alles gut und so weiter. Ja, echt gut gelaufen, muss ich schon sagen, ne? 12 tote Bodies, has discovered, keine Ahnung. Pest Control, thank you for playing. You good ending 3, es gibt drei Enden.
Also ich liebe das ja immer, wenn die Spiele einfach abrupt ausgehen, einfach mal. Das macht voll Spaß denn. Und ich noch am Reden bin und denke, wow, das Spiel wird jetzt nicht ausgehen in dem Moment und geht trotzdem aus. So, aber egal. Ja, was wollte ich noch sagen? Ah ja, von hier aus, genau, das war das dritte Ende jetzt erstmal. Das ist das normale, sage ich mal. Es gibt dann noch ein Ende, wo man halt tot ist, so ungefähr. Und das Ende halt, wo man dann sagt so, ja, ach nö, das sieht mal alles zu düster aus. Ich nehme mal gleich sofort wieder den Exit-Ausgang und bin dann in 30 Sekunden mit dem Spiel fertig. Geht auch natürlich. So, ja, das war's heute mit Five Bread. Oder wie man das so ausspricht. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, Video liken, kommentieren. Unten rechts ist ein Abonnier-Button. Raufklatschen, dashen, smashen. Ja, das Spiel ist auch in der Videobeschreibung. Da ist ein Link drin. Könnt ihr gerne kostenfrei downloaden, das Ganze. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben. Bleibt immer schön flauschig und bis dann natürlich immer schön weiterzocken. Also, haut's rein.